Hallöchen zu einer weiteren Folge in Star Wars Outlaws. Zum letzten Mal habe ich ja gegen diese Todestruppler bestanden. Was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, das ist, da war ich ja schon Fahndungslevel 6. Weil das übernehmen die dann und dann geht das ja nur noch mit der Karte. Also das war schon echt, ich war eine sehr gefragte Person. So, und dann überlege ich jetzt gerade, was ich jetzt nächstes mache. Beziehungsweise ich habe ja noch den Auftrag mit der Hackerin abgeschlossen. Genau, so. Jetzt können wir im Journal natürlich gucken, was machen wir als nächstes. Jetzt habe ich gerade überlegt, hier, ne, diese Landeplattform, da müssten wir wieder in diese Basis rein. Das ist, weiß ich noch nicht. Zurück nach Mirogana. Da können wir, wie gesagt, einen Tresor rum. Da müssen wir drei Karten finden. Oder was ich überlegt habe, Codeknacker-Chip uns mal zu organisieren. Weil das scheint uns zu helfen. Und ich würde mal sagen, wir holen uns das. Sprich, genau. Journal. Warum hat er das nicht genommen? Codeknacker auf Folgen und Karte anzeigen. Das heißt, wir müssen dahin. Was gibt es eigentlich hier? Beding, genau. Piraten haben versteckt. Werkzeug benötigt, um Felsen zu zerstören. Ja, das haben wir gar nicht. Da habe ich nur einen Wegpunkt gesetzt. Keine Ahnung warum. Was haben wir hier noch? Landeplatte. Achso, das war hier die Galaktische Imperium, genau. Crimson Dawn. Die sind natürlich nicht gut auf uns zu sprechen. Galaktisches Imperium. Was haben wir hier noch? Kompressor für Raufbomben. Pike ist natürlich auch nicht auf uns gut zu sprechen. Von daher mal gucken, würde ich sagen. Aber dann würde ich sagen, als erstes da jetzt hin. Bevor wir jetzt kommen. So, ist der Gleiter? Da. Ich glaube, da hat man abgestellt. So, nix. Es geht los. Da steht er. Jetzt geht's. Eieiei, da bin ich echt mal gespannt. Aus dem Weg, hier komme ich. Nee, Lust habe ich gerade nicht auf dem Plan. Wir sind übrigens irgendwo in die Richtung. Achtung! Unsere gestohlenen Vorräte wurden in einem Piratenlager gefunden. Eine Eingreiftruppe ist unterwegs, um imperiales Eigentum zurückzuholen. Gestohlenes imperiales Eigentum? Wie kann ich da Nein sagen? Nee, lass mal. Ja, cool. Was ist das denn, Alter? Hallo? Ich hab da gar nichts gemacht, Mensch. Reicht doch schon mal, oder? War ich hier nicht schon mal? Keinen Mucks, mein Freund. Hm. Das hätte ich jetzt gerade übersehen, wenn es eben da nicht gekommen wäre.
Verbleib wachsam. Ist hier jemand? Ist gut. Ich finde sie. Ich vermute mal, alles ist sauber. Hast du was, Kleiner? Wo hier muss er sein? Ich schwöre, da war was. Mein Problem ist jetzt. Ist jemand in der Nähe? Hier schleicht doch jemand rum. Siehst du was? Okay, den Blaster kann ich nicht mitnehmen. Irgendwas kommt mir komisch vor. Ach, nix, die sehen mich! Wir sind noch nicht fertig! Vorsicht, nix! Die lassen einfach nicht nach! Sehen wir es. Gut gemacht, Nix. Sagen wir mal aus, alle hier eliminiert, wa? Wo müssen wir denn jetzt hin hier? Hat der das jetzt schon wieder verloren? Nee, hat er nicht. Da sein, ne? Nix. Kannst du das für mich runterholen? Okay. Was ist denn hier? Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier unten alles? Da war ich aber nützen überhaupt nicht. Sehr schön. Nehmen wir alles mit. Da können wir nichts machen. Da können wir auch nichts machen. Was ist denn dieser Code?
Das möchte ich erst mal wissen, hier, wo dieser Code ist, ne? Da kriege ich ja schon wieder zu viel gefühlt. Achso. Drück auf den Knopf, Nix. Da ist sogar... Ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwas vergessen haben. So. Hey, halt das mal offen. So. Hier waren wir schon. Wo ist denn dieser Codeknacker-Chip? Hier gucken. Ach da. Und da kannst du irgendwie auch noch reinkommen. Okay. 29 Meter und nach oben in diese Richtung. Also muss das irgendwie gefühlt da sein, oder was? Aha. Gehackt. So. So, dann. Achso, das war jetzt auch taktisch unklug. Genau. Okay, nehmen wir den. Was bitte? Ich habe doch die Lösung, oder nicht? So nochmal raus, glaube ich. Da ist ja irgendwas gerade ganz kaputt gewesen. Also. So, die sind falsch. So, da haben wir den. Den und den. Das heißt, wir müssen jetzt den. Den und den. Oh Gott, ich bin so dusselig. Ich habe gerade die Farben verwechselt, ich Dovi. Eine andere Frage, was kann ich eigentlich hier noch machen? Hier ist nichts. Wegen diesen Subroutinen da. So, Codeknacker-Chip, heuristischer Prozessor. Das heißt, wir haben unsere Fähigkeit freigeschaltet. Okay. Ein Werkzeug, das sich mit fortgeschrittenen, nicht an Konsolen verbundenen Geräten verbinden kann. Drücke R, mit dem Gerät zu interagieren und es zu hacken. Okay. Direkt. War ja richtig was Sinnvolles gemacht gerade, ne? Außer, dass ich jetzt gerade zu dusselig war. In der Suche. Ja. Ist ja jetzt nichts mehr, ne?
Und hier auch nicht. Jetzt würde mich noch eins interessieren. Was ist das hier? Da kommt dieses Zeichen. Das kenne ich ja überhaupt nicht. Das ist hier gar nichts. Das würde doch eigentlich in meinen Augen bedeuten, dass irgendeine Energiebarriere... sollte nützlich sein. Bringt irgendwie auch nichts. Shit. Ich habe jetzt echt gedacht, dass das was bringt, aber nö. Schon? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, warum auch nicht mehr. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu holen. Auch wenn ich gerne wüsste, was diese Energiebarriere da bewirkt. Ja, das war wieder gut. Ehrlich. Ja, das war wieder so klar, dass mir das passiert. Alter, willst du mich verhunepiepeln? Festhalten. Okay, nee, brauchen wir nicht. So. Finde das Piratenlager. Also, was haben wir hier? Stufe 2, ja, nee, brauchen wir nicht. Journal. Ich guck mal nach dem Auftrag. So. Elastische Dura-Fahnen sind ein klasse Grundstück für das Arsenal von Demo und können in der ganzen Galaxis gefunden werden. Genau, dann könnten wir jetzt eigentlich jetzt hier... Da müssen wir allerdings den Planeten verlassen. Da habe ich irgendwie gar nicht Bock. Grobianhose. So. Der, das mit dem Brunnen habe ich auch schon gemacht. Da kriege ich ja wieder zu viel. Einen eigenen Gleiter, einen eigenen Brunnen, ne? Das muss man mal reinziehen. Flussgabelung südlich. Flussgabelung südlich. Habe ich beim letzten Mal so das so verhunzt, dass das hier wäre? Okay, komm. Dann gucken wir nach. Der ist ja so mein typischer Tod gewesen.
Da müssen wir hin. Eigentlich so hin. Dann habe ich beim letzten Mal einfach wie ein Bekloppter an der falschen Stelle gesucht, weil ich nicht richtig lesen konnte. Das kann es nicht sein. Alter. Der hat ja. Jetzt hier nicht irgendwie so den. Das waren jetzt eigentlich nur Credits. Und gut ist. Ich hab gedacht, da kommt jetzt richtig irgendwelche Teile hier für den Gleiter oder so. Beziehungsweise, ne? Das Raumschiff, aber Grüße kommen. Komm, deine kleinen Füße machen jetzt mal Pause. Ja, eigentlich sieht's richtig geil aus, ne? Okay, da haben wir den auf diese Möglichkeit jetzt auch gemacht. Hä? Ich würde sagen, nach dem Hiroshima, ne? Ich bin der Meinung, dass mit dem Stoff. Kompressor. Ich bin der Meinung, ich habe hier irgendwas mal gehört. Schmugglertor, Orientierungspunkt. Schatz. Das sind die Dinger, die ich sage. Ich habe manchmal das Gefühl, ich gehe irgendwo hin und habe aber irgendwie noch haufenweise vergessen. Genauso wie hier, ne? Pike Laberraum. Hier liegen noch hier Schätze rum, ne? Werkstatt der Schatz. Da ist irgendwie auch noch ein Schatz scheinbar. Imperiale Konsole, reisender Händler. Aber hier brauche ich, wie gesagt, das Werkzeug. Das bringt mir alles nichts. Das war die Basis. Ja, da kannst du so viel machen. Ne? Da weiß ich schon gar nicht mehr, was du alles machen willst. Gelehnt. Auf Karte anzeigen. Folgen. Das heißt, wir machen eine Schnellreise hier hin. Und dann gucken wir uns das mal an. Hei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 . Auf jeden Fall müssen wir noch einen höher, auf jeden Fall. Das ging noch nicht hier lang, ne? Kann das sein? Ein Meter. Frage ist, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Übrigens, ne? Jemand auf dem Markt könnte die Lösung kennen. Ah, Moment. Wer sagt mir denn eigentlich, dass das da oben sein muss? Oh, das war wieder nur eine Anzeige. Ich lasse mich immer zu leicht verwirren. Mensch. Das kann da unten sein. Das müsste unten auf dem Markt sein, ne? Unten muss das, glaube ich, einer sein. Weil ja hier der Markt ist, ne?
Aroma, wenn ich es rieche. Das hättest du vor dem Kauf prüfen sollen. Die ist nicht mal einen Tag alt und schon gehen die Nähte auf. Geht mich nichts an. Und ob es dich was angeht. Was willst du machen? Torben rufen? Hau einfach ab. Muss man irgendeine Person hier auf dem Markt finden? Nichts Verdächtiges in diesem Sektor. Die Ahnung hat. Problem ist, ich weiß nicht, wie groß der Markt ist. Okay, hier endet er scheinbar. Ist das auch nicht. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Hallo. Wie geht's? Lerne bei Bra weitere Fertigkeiten für den Austausch. $1,100, ne? Oh ja, das ist ja eigentlich das, was ich brauche, ne? Wir brauchen mehr Fiolen. Oh. Und ganz ehrlich, weißt du was? Wir machen das einfach. Wir machen das jetzt einfach. Man sieht sich. Ganz ehrlich. So, Ausrüstung. Und wir holen mehr Granaten. Benutze ich sowieso nicht. Ich brauche mehr Gesundheit. Fähigkeiten. Jemanden. Kay erhält neue Gelegenheiten bei Händlern, indem sie deren Kontakte für deren Kontakte arbeitet. Oh, okay. Direktenergie-Schaltkreis. Kann bei Plünderern gekauft werden. Okay. So. Ich kenne deinen bereits in Fähigkeit. Ist doch gemacht, nein. Hier irgendeine Person, ne? Hey, hast du vielleicht was Nettes hinten im Lager? Und wer bist du? Ich heiße Kay Vess. Schön für dich. Aber ich rede nur mit Freunden. Okay. An den kommen wir irgendwie nicht ran. Ist hier der Markt hier oben auch dann doch noch, oder was? Okay. Hi. Mhm. Grobtuch. Gesetzlose gepanzertes Unterhemd.
Das heißt, wir bräuchten theoretisch 14. Was ist das? 14 bis 30 bräuchten wir dafür. Und da, das heißt, wir brauchen 4. Und 16, also 20 Stück. Der hat keine mehr. Rauchbombe. Okay. Wie es aussieht, sind Ihre Dokumente abgelaufen. Was? Unmöglich. Ich habe sie erst verlängern lassen. Das ist nicht mein Problem. Aber für ein paar Kredits könnte ich das übersehen. Ich bitte Sie, ich habe nicht genug. Hey, habt ihr nicht eine Galaxis zu beschützen oder sowas? Bist du dir sicher, dass du dich hier einmischen willst, Kleine? Du willst Kredits? Hier, nimm. Kluges Mädchen. Ich hoffe, es gibt keine weiteren Verstöße. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Jeder hier hat furchtbare Angst vor dem Imperium. Aha. Wie wär's mit einem Rabatt oder so? Aber ja, ja, natürlich. Danke nochmal. Hallo. Jetzt fehlen noch zwei Sachen. So. Wo müssen wir denn hier hin, ne? Hier steht, Sie hätten Steuerschulden. Notizen eines Plünderers, Trelem. Wenn du dies hier als Plünderer. Wenn du es hier als Plünderer zu etwas bringen willst, musst du über alles Bescheid wissen. Blasterteile, das Imperium hortet die meisten davon. Wenn du also nicht in eine imperiale Anlage einbrechen willst, kommst du in dem Geschäft nicht weit. Gleiterteile, die Syndikate beherrschen diesen Markt. Entweder machst du dir da ein paar Freunde oder du brichst in ihre Währung Bezirke ein. Schiffsteile gegen die Konkurrenz. Hier hast du keine Chance, einen Schiffswrack als erster zu erreichen. Also geh entweder in ein Piratenlager oder bestiehl andere Plünderer. Oder flieg raus ins All und such dir nach da einen Wrack. Und um in der Leere willen, besorge dir neue Klamotten. Dein altes Bauernhemd riecht nach Robuma. Du findest schneller Reihzubehör auf den Märkten in der Stadt oder in der Siedlung. Pass auf dich auf und täusche mich nicht. Ref Barabo. Es ist so knalle, ne? Ich bin schon deutlich außerhalb vom Bereich eigentlich, ne? Was ist? Ich hab keinen. Der hockt, Alter. Ich geb's auf. Ah. Wenn du nach Blasterteilen suchst, dann wirst du bei Lalini fündig. Unter der Hand. Du findest ihn in der Seitengasse, gleich neben dem Markt. Sag ihm, dass du ein Freund von Arlo bist. Aber ich kenne keinen Arlo. Nein, nein, das ist das Passwort. Und wer ist Arlo? Niemand. Oh, vergiss es einfach. Ah, gefunden. Okay, manchmal stelle ich mich echt dumm an. Sorry, wenn ich das so sage. Das müsste der da unten sein, glaube ich. Also auf der anderen Seite war das, glaube ich. Dann werde ich mich mal auf den Weg jetzt einmachen. Und ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Mal ein. Und
Jo, in diesem Sinne, bis denn.